Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute möchte ich euch mal wieder einen kostenlosen Videoeditor vorstellen. Und zwar heißt dieser Clipchamp und wird von Microsoft zur Verfügung gestellt. So richtig in Kontakt bin ich gekommen mit Windows 11. Da wurde dieses Programm angezeigt. Und ja, auch für Windows 10 kann man sich den runterladen. Gibt natürlich ein paar Knackpunkte, ist allerdings auch kein Videoeditor für die professionelle Bearbeitung von Filmen, aber ich denke mal so in den Hobbybereich oder wenn man privat was zu Hause macht, denke ich, könnte dieser eventuell für den einen und den anderen eine optimale Lösung sein, ohne Geld auszugeben. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt diesen Videoeditor mal etwas genauer an und dazu wechseln wir mal rüber auf den Computer und ich sage, auf geht's! So, dann erstmal willkommen auf meinem Desktop und auch ein Sorry für das schlechtere Bild jetzt eventuell und den Ton, aber ein besseres Setup habe ich jetzt erstmal nicht. Wir wollten uns ja jetzt den Videoeditor, also diesen Clipchamp anschauen. Wie schon erwähnt, findet man diesen in dem Microsoft Store. Clipchamp Videoeditor heißt das ganze Ding. Wenn man den dann herunterlädt, sieht die Oberfläche folgendermaßen aus. So, also was heißt runterlädt? Man lädt den runter, startet den zuerst und das Programm möchte dann jetzt erst einmal, dass ihr euch da registriert mit eurem Microsoft-Konto. Sonst funktioniert das nicht. Habe ich getan und so schaut das dann aus. Einen fetten Minuspunkt bekommt das Programm von mir, weil man immer mit dem Internet verbunden sein muss. Also offline funktioniert dieser Videoeditor nicht, obwohl das Programm etwas über 300 MB auf die Festplatte schmeißt. Und somit eigentlich das Programm da ist, aber wahrscheinlich für die ganzen Effekte und tralala und weil sie kontrollieren wollen, ob ihr die freie Version habt oder die Premium, ich weiß es nicht, muss man dann halt online sein. Also, dies hier ist jetzt der Homescreen des Editors und wir schauen hier zum Beispiel, haben wir hier oben den Reiter Upgrade. Wir können ja mal gucken. Ich benutze die Free-Version und man kann dann halt Videos in 180p, also Full HD, exportieren. Dasselbe gilt hier bei diesem Upgrade. Was mich hier wirklich stört, ist dieser extreme Preis von 12 Euro im Monat. Wir können ja mal jährlich gucken. Jährlich würden wir fürs erste Jahr 80 Euro, fürs darauf folgende Jahr dann 120 Euro und dafür, dass man da kein 4K Video erstellen kann und nicht wirklich mehr Umfang hat als wie bei der Free Version, finde ich das schon echt hoch. Wie dem auch sei, wir arbeiten weiter mit der Free Version und wir wollen auch gleich starten mit einem Video zu bearbeiten. Wir haben hier ein paar Vorlagen, das sind die Vorlagen hier, die frei zur Verfügung sind, aber das will ich jetzt nicht. Wir erstellen ein Video. Wir gehen also hier unten auf den Reiter und so schaut dann diese ganze Oberfläche aus. Hier nochmal ein paar Vorlagen. Dann haben wir hier noch Sounddateien, also Soundeffekte und Musik. Und überall, wo dann hier so ein tolles ihr Diamantzeichen ist, das ist dann Premium-Version, das könnt ihr nicht nutzen. Alles, wo nichts ist, da könnt ihr. Dasselbe ist dann hier bei Stock-Videos und Bilder. Texte, also im Text haben wir hier wirklich sehr viel Auswahl. In der Free-Version, also nicht schlecht. Grafiken, Übergänge haben wir natürlich auch. Da sind wirklich ein paar tolle dabei. Ja, hier gibt es dann wieder 5 Stück, die man dann dazu kaufen kann. Also, ich weiß es nicht.
Dann hier halt diese Markensammlung, die es ja sowieso nicht gibt in der Free-Version. Aber wir wollen ja ein neues Video erstellen und deswegen brauchen wir jetzt auch eine Videodatei. Wir gehen also auf das Plus hier oben und dann hat man hier auch wieder verschiedene Optionen. Entweder Kamera und Bildschirm aufnehmen, dann aus diversen Cloud-Speichern sich das Material runterholen oder aber vom Computer. Und ich nehme hier mal zwei Videodateien und öffnen. Und jetzt, hier wird schön, die Vorschau ist ja in Bewegtbildern, was echt toll ist. Und dann ziehen wir einfach hier runter und dann haben wir hier unsere Timeline. Hier kann man jetzt echt viel machen und das finde ich echt toll. Wir sehen schon hier oben Transformieren, Filter, Farbanpassung, Ein- und Ausblenden, Geschwindigkeit und Audio. Was mich hier stört ist, dass man jetzt hier nicht direkt jeden einzelnen Frame hier angucken kann. Also da muss man schon genau wissen, wo man schneidet. Ansonsten, ne, geht das echt nice. Wir können hier mal einen Schnitt setzen. Und wenn das jetzt die falsche Position ist, einfach wieder rückgängig machen. Passt. Wir können natürlich jetzt hier auch die Farbe anpassen des Clips, die Belichtung, Sättigung, die Farbtemperaturen, der Kontrast und fertig ist das ganze Ding. Mehr kann man jetzt hier farbtechnisch nicht machen, aber ich finde für so kostenloses Programm ist das ganz nice. Wir haben natürlich hier auch noch ein paar Filter. Hier wieder welche, die man nur in der Premium-Version kriegt, aber es gibt auch genügend, die man auch in der Free-Version erhält. Ja, also sollte für jeden was dabei sein. Wir können natürlich auch transformieren. Spiegel hoch, runter drehen, Deckkraft und tralala. Hier, dann haben wir hier so noch ein schönes Feld. Da kann man jetzt Inhalt oder die Größe des Videos zuschneiden. So, dann zieht man das jetzt runter hier. Und dann fertig. Und jetzt wollen wir das natürlich noch filmend machen. Zack. Haben wir links, rechts schwarze Streifen, scheiß drauf. So, fertig ist die Marie. Dann haben wir es jetzt größer gemacht. Wie gesagt, wir können hier auch schön schneiden. Man kann natürlich auch, statt jetzt hier mit dem Mauszeiger drauf zu drücken, einfach die Taste S nehmen. Dann haben wir einmal geschnitten. Und dann können wir uns jetzt hier noch einen schönen Übergang suchen. Zack, Kacheln, rechts, links. Also wie gesagt, bei den Übergängen gibt es genug. Was nehmen wir hier? Einen klassischen Schwarzblende, Weißblende. Wir nehmen da jetzt mal den ganz normalen Schwarz-Ausblenden-Übergang. Und stellen nochmal die Dauer ein hier. 5 Sekunden, volles Brett. Das war jetzt der Übergang. Was ich aber hier an dem Programm echt nice finde, ist, dass wir unterschiedliche Spuren bearbeiten können. Also wir können, beziehungsweise wir können mehrere Spuren anlegen. Wir gehen mal auf meine Dateien. Ich habe hier noch ein anderes und können hier oben einfach die mit draufsetzen und haben hier noch eine zweite Spur. Auch die kann man hier wunderbar bearbeiten. Ja, zum Beispiel ein Bild machen. Also, das ist erstmal hier runterziehen. Und dann hat man jetzt hier noch eine zweite Spur. Und das ist echt nice. Das gefällt mir ganz gut. Wir können zum Beispiel hier aus den Clips auch die Audiospur trennen und separat nochmal bearbeiten.
Dazu ist es dann auch noch möglich, die Lautstärke anzupassen, ob leiser oder laut. Das geht natürlich auch, wenn man jetzt die Audiospur nicht separiert hat. Wir können natürlich hier auch dann noch die Geschwindigkeit des Clips anpassen, zum Beispiel langsam oder einfach ganz schnell oder halt ganz normal. Ihr seht, man kann mit diesem einfachen Editor echt nice arbeiten. Und im Gegensatz zu den Video-Editor, was wirklich nur Video-Editor heißt, den ich hier auch schon vorgestellt habe, wo man wirklich nur so ein Storyboard hat und ja, so ein bisschen was schneiden kann, aber auch nicht mehr. Man kann da nicht mehrere Spuren bearbeiten bzw. erstellen. Ist das hier schon ein echter Fortschritt? Und ja, es passt. Ich meine, wir können jetzt natürlich hier auch noch separat noch eine Audiospur hinzufügen und was weiß ich, ein Video mit Musik hinterlegen, dann auch einfach nur wieder wo halt hinzufügen, wo immer man jetzt seine Musikdatei hat. Hier mal hier eine öffnen und dann zieht man sie genauso hier runter und da hat man wieder eine Spur und zwar diesmal mit Audio. Es ist natürlich die Audiospur zu laut, da kann man die natürlich leiser machen. Gehen wir auf 24%. Und immer noch zu laut, machen wir noch ein bisschen leiser. Und Play. Titel möchte man ja auch haben oder vielleicht per Untertitel mal so eine Info geben. Dazu hier einen Text, ne? Wie haben wir den Titel, wir haben hier einen Zweizeiler. Untertitel haben wir hier, also passt schon alles und nehmen wir zum Beispiel vielleicht den hier, setzen wir den hier rein. Text eingeben nochmal. Und ich denke mal, da brauche ich jetzt nicht groß noch weit näher drauf eingehen, weil dieser Videoeditor ist echt simpel aufgebaut. Und ja, ist man dann fertig mit dem ganzen Video. Hier können wir noch zum Beispiel den Clip hier zurechtschneiden. Löschen. Dann wollen wir den Clip noch ausblenden. Ausblenden. 2 Sekunden. Und dann natürlich, wenn man soweit ist, exportieren das ganze Ding dann. Wir haben hier für Entwürfe 480p, Social Media 720p. Ich weiß gar nicht, warum die so kleine Raten nehmen. Wir wollen aber 180. Dann wird jetzt das Video gerendert. Frame für Frame. Und hat dann, wenn das fertig ist, noch die Möglichkeiten zu teilen. Entweder man speichert das auf Google Drive oder lädt das bei YouTube hoch oder an TikTok senden und so weiter und so fort. Ihr seht das ja hier. Wir machen jetzt mal einen kurzen Sprung. So, Rendern ist abgeschlossen. Es hat etwas über 3 Minuten gedauert. Jede Aktion, die ihr abspeichert oder zwischenspeichert, findet man dann in Downloads. Und so schaut dann das ganze Produkt aus hier. Also ich denke, das kann sich doch durchaus sehen lassen. Normalerweise könnte ich jetzt mit dem Video abschließen. Ich habe euch jetzt alles gezeigt, was man so einigermaßen machen kann. Aber eins will ich euch noch zeigen. Dazu gehen wir mal auf Weiter bearbeiten.
oder beziehungsweise wir werden mal das ganze Ding jetzt hier beenden. So, dazu gehen wir natürlich wieder auf diesen Startbereich von dem Video-Editor. Hier haben wir dann übrigens noch die Projekte, findet man hier, die man gerade so am Bearbeiten ist. Können natürlich löschen, wenn man das will. Wir fügen jetzt aber ein neues Projekt hinzu. Und jetzt gehen wir auf Aufnahme erstellen. Das finde ich ganz nice. Dann können wir hier Text zur Sprache. Das habe ich übrigens noch nicht ausprobiert. Naja, das machen wir jetzt nicht. Wir haben Bildschirmaufnahme, Kameraaufnahme, also Webcam. Und wir haben dann hier Bildschirmkamera. Ich muss jetzt die Kamera hier mal ausmachen, sonst funktioniert das hier nicht. Das steht hier nämlich. Also werde ich jetzt mal hier die Kamera trennen. Okay, nochmal. So, dann hat man jetzt hier schon die Möglichkeit. So, und jetzt hat man die Möglichkeit, sich noch den Hintergrund auszusuchen. Den gesamten Bildschirm. Wir können jetzt im Fenster nehmen. Oder nur einen einzelnen Tape. Wir nehmen mal den ganzen. Und dann kann man jetzt hier so schön für eine halbe Stunde lang sein Desktop hier filmen, beziehungsweise dann halt ja Spiele aufzeichnen mit Webcam oder also was man so alles so in Sachen Streaming machen kann, wie Video-Reactions und so weiter und so fort. Und im Nachhinein, da kann man die Aufnahme auch noch wirklich schön bearbeiten. Und zwar haben wir jetzt hier zwei Spuren angelegt, Gruppe 1, ja, einmal mit diesem Bild hier. Also mit dem Kamerabild, was man dann sich im Nachhinein dann noch vergrößern kann. Die Position tauschen. Wunderbar. Oder halt den Hintergrund sich ein bisschen anpassen, wie man den gerne haben will. Ja, zum Beispiel. Das finde ich ganz nice. Man kann dann auch noch ja, Titel hinzufügen oder halt noch eine Audiodatei. Und ja, das gefällt mir ganz gut. Dies soll es jetzt aber gewesen sein zu diesem Video-Editor Flipchamp. Und ich persönlich finde es gar nicht mehr so schlecht. Blöd ist, dass man immer mit dem Internet verbunden sein muss. Was mir auch nicht ganz so gefällt, dass man halt nicht Frame für Frame. Also abfahren kann, sondern dass man immer so schätzen muss, wo man dann den Schnitt macht. Und was mir nicht gefällt, ist, dass wenn man sich die überlegt, sich die Premium, ja, Version zu holen, also wo man dann wirklich monatlich 11 Euro bezahlt, dann, beziehungsweise 12 sogar, dann hat man auch nicht jedes Mal die Möglichkeit, 4K-Videos zu erstellen. Und das finde ich nicht ganz so toll. Ansonsten für Hobbyfilmer oder Gelegenheitsfilmer ist dies ein optimaler Videoeditor und kann ich nur empfehlen. Schaut in den Microsoft Store vorbei, Clipchamp, und ja, holt euch das Teil. Probiert aus, der ist gar nicht mal so schwer zu bedienen, ist alles einfach gehalten und das passt schon. Also, wenn euch jetzt dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben wäre nicht schlecht. Abonniert mich, wenn ihr das nicht schon habt. Und ich sage erstmal, Leute, macht's gut und ciao.